Herzlich willkommen, liebe Zuschauer bei Dive TV. Heute bei mir von der Firma Aqualung, Sönke Götz. Sönke, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank. Sönke, du hast mir ein Jacket mitgebracht. Was für eins genau? Ich habe heute das Aqualung Axiom Jacket mitgebracht, das es in zwei Varianten gibt. Zum einen mit dem normalen Inflator, wie den meisten bekannt ist, und hier speziell mit der i3-Variante. Das Jacket selbst, also beide Varianten, bestechen vor allem durch einen extrem guten Tragekomfort und eine hohe Flexibilität. Die können auch komplett irgendwie aufgeblasen werden, glaube ich, oder? Absolut. Dafür ist das Jacket natürlich da, zum richtigen Tarieren. Das funktioniert hier sehr zuverlässig natürlich auch. Und zwar in diesem Fall mit dem i3-System. Klassischer Inflator, den die meisten kennen, wie gesagt, oben. Hier haben wir das Luftein- und Ablasten mit diesem kleinen Kipphebel. Intuitiv bedienbar, das heißt, wenn ich aufsteigen möchte, das heißt Luft reinlassen, Hebel nach oben. Genau das Gegenteil, wenn ich absinken möchte, tauchen tief runter, dann geht die Luft raus. Ah, äußerst praktisch. Absolut. Sönke, das ist ja aber dann nicht wie beim klassischen Inflator. Das ist richtig. Das System funktioniert durch ein Bautenzugsystem oder vergleichbar mit einem Bautenzug, der in der Blase angelegt ist bzw. durchläuft. Das heißt, er ist ein mechanischer Mechanismus, der dort verbaut ist, der dadurch, dass er auch in der Blase trocken liegt, nahezu wartungsfrei wirklich ist. Das heißt, ich habe da keine Sorgen mit der Langlebigkeit dieses Mechanismus. Vorteil, ein großer Vorteil, den wir hier bei diesem i3-System haben, gegenüber zum Standard-Inflator, dass ich nicht wie beim normalen Inflator, um Luft abzulassen, immer mich aufrichten muss, weil die Luft ja nach oben steigt, sondern durch dieses Bautenzugsystem ich auch in der Horizontalen die Luft ablassen kann, da das gleichmäßig die Blase zusammengezogen wird und über die Luftausgänge unten und oben gleichmäßig abgehen kann, die Luft. Also kann ich meine Lage dadurch tarieren quasi? Ich kann die Lage dadurch tarieren und ich brauche mich nicht aufrichten. Ich kann wirklich in der Horizontalen im Wasser bleiben. Kommen wir doch mal nochmal auf das Thema Komfort zu sprechen. Inwieweit ist jetzt dieses Jacket so komfortabel? Bei diesem Jacket wurde das Rapture Harness System verbaut. Das Rapture Harness System ist ein Tragesystem, ein spezielles, was von Aqualung für Jackets speziell entwickelt wurde. Zugegeben haben wir es uns selber auch abgeschaut, und zwar aus der Rucksackindustrie. Man kennt diese großen Reiserucksäcke, die diesen Beckengurt mit sich haben, um einfach das Gewicht von den Schultern zu nehmen und auf die Hüfte zu verlagern. Das haben wir uns, wie gesagt, dort abgeschaut und in einem Tauchjacket verarbeitet. Das besteht insgesamt aus verschiedenen Komponenten. Zum einen dieser inneren Schale, man sieht das hier, das ist ähnlich dem Beckengurt, der wirklich dann satt auch am Körper anliegt. Das heißt, ein großer Vorteil, es schlackert nicht einfach lose am Körper rum, sondern sitzt fest am Körper dran. Dazu wird das ganze Gewicht von den Schultern, wie gesagt, auf das Becken geleitet. Dadurch, dass auch die Brustgurte oder die Gurte, die vorne normalerweise über die Brust verlaufen, nach hinten weg, das heißt seitlich am Körper, entlang laufen. Das heißt, auch der Druck von der Brust wird entfernt. Dafür haben wir noch des Weiteren ein spezielles Backplate, also eine Rückenplatte, die im Jacket ist. Auch nicht wie beim klassischen Jacket, dass ich eine durchgehende große Platte habe, sondern wirklich nur dort die Platte habe, und zwar im unteren Bereich, wo die Flasche auch wirklich aufsetzt. Zusätzlicher Vorteil, den ich dadurch natürlich gewinne, ist eine höhere Flexibilität auch im Packmaß. Das heißt, ich kann das Jacket, wenn ich es jetzt natürlich aufgeblasen habe, ist es natürlich etwas schwerer, aber ich kann es total in der Mitte klein falten und natürlich dann vom Packmaß auch leicht ins Gepäck, in Urlaub oder mit Handgepäck an sich, genau, kann ich das dann nehmen. Gepäck ist ja sowieso Gewicht immer ein größeres Absolut. Thema, ne? Genau, richtig. Ich will ja gerne meine eigenen Tauchsachen, wenn ich sie schon habe, gerne auch mit in Urlaub nehmen und selber nutzen und nichts leihen müssen. Weitere Vorzüge dieses Jackets? Haben wir noch diverse. Ich sprach von der hohen Funktionalität. Das heißt, es ist wirklich an vieles, eigentlich nahezu alles gedacht, was wirklich das Tauchen erleichtert und verschiedene Einstellungen. Dazu haben wir einmal unser sogenanntes Grip-Lock-System. Das ist unser spezielles Flaschenhalteband, was einfach eine gute Flexibilität darbietet, indem es... Erklär mal ganz kurz, wie das dann hält. Ich meine, ich sehe jetzt eine Schnalle, aber wie hält es dann? Zeig es mal. Wird einfach eingefädelt. Ja. Ich kann auch, je nachdem wie groß die Flasche ist, schon eine Grobvoreinstellung vornehmen. Das heißt, mit einfach, genau, man sieht hier verschiedene
Einstellungsmöglichkeiten. Mhm. Ich kann natürlich auch noch darüber hinaus variieren. Je nachdem, was für eine Flasche ich tauchen möchte, weil die unterschiedliche Durchmesser haben, kann ich hier schon mal grob voreinstellen. Klette es einfach zu. Ja. Auf der anderen Seite kann ich noch ebenfalls das Klett lösen, um nochmal fein zu justieren. Mhm. Also auch das sehr einfach. Wenn ich das nun an die Flasche anbringen möchte, einfach das Flaschenband nehmen. Ich demonstriere das einmal an der Flasche. Genau. Und so, die Flasche einmal. Gerne. Geht es? Das sollte eigentlich gut gehen. So. Unsere Assistentin hat nämlich leider Urlaub, die das eigentlich hätte machen sollen. Okay, na, jetzt sehe ich schon. Wunderbar. Also, oben haben wir noch ein Ventilband, was zusätzlich nochmal einfach die Flasche sehr sauber auch am Jacket hält. Richtig, stabilisiert. Genau. Wenn ich jetzt die Schnalle einfach umlege, arretiert sie an dieser Stelle automatisch. Okay, ja. Das soll einen zusätzlichen Schutz auch bieten, weil, hat vielleicht auch schon der ein oder andere mal erlebt, sonst auch mal leicht die Finger dazwischen geraten. Ja, ja. Fixiert wird das gesamte Jacket jetzt einfach durch einen kleinen beherzten Schlag auf die Schnalle und fertig ist sie arretiert. Exakt. Das ist also der Grip Lock. Genau. Zusätzlich bietet das Jacket, sehen wir hier auch einmal direkt, noch optional nutzbare Trimbleitaschen, wo ich zusätzlich dann noch Gewicht, wenn ich das möchte, deponieren kann. Mhm. Ansonsten, was kann ich denn noch anbringen auf diesem Jacket? Messer etc. pp. Exakt. Also, wir haben zum einen viel Stauraum und es ist an alles gedacht. Das Messer kann einfach über diese Ösen am Jacket befestigt werden. Es ist immer da, wo ich es auch finden werde. Mhm. Ich habe große Taschen links und rechts. Einmal hier auf der linken und auf der rechten Seite noch eine sogar erweiterbare Tasche, die zum einen kann ich durch einen Reißverschluss Materialien mitnehmen, aber auch erweitern kann und dann wirklich großen Stauraum habe, wenn ich den benötige. Mhm. Darüber hinaus haben wir 5 Edelstahl-D-Ringe verbaut, wo ich auch Werkzeug, Lampen, was auch immer ich mitnehmen möchte, auch anhängen kann. Cool. Eure Jackets wären ja, kommen wir mal auf die Qualität der Jackets zu sprechen, nach dem Komfort. Die werden nicht in Asien produziert oder sonst was. Ganz genau. Aqualung sticht dadurch heraus, dass wir eine eigene Fabrik haben. Mhm. Das heißt, alle unsere Jackets werden in den Vereinigten Staaten designt, die Qualität überwacht, produziert, werden diese dann in Mexiko, also gleich hinter der Grenze. Ja. Da erfolgt eine ständige Qualitätskontrolle und auch eine natürliche Verbesserung und Anpassung der Jackets, der Materialien und so weiter. Mhm. Es gibt ständige Tests, um einfach die Qualität auch aufrechtzuerhalten auf einem hohen Niveau. Mhm. Das heißt, es gibt Tests, die werden die Jackets extremer Hitze ausgesetzt, zum Beispiel mit Salz behandelt, so dass man halt quasi den Lebenszyklus eigentlich mal so durchspielt eines Jackets, um zu sehen, wie reagieren die Materialien da drauf. Hält es das aus oder sollte man irgendwo was verbessern, verstärken? Richtig. Ein anderes Merkmal unserer Aqualung-Jackets ist einfach, dass der Faden, mit dem es gewebt ist, bereits auf Molekularebene, so nennt sich das, bereits eingefärbt ist. Das heißt, nicht der Faden selber wird eingefärbt, sondern wirklich die Grundstruktur des Fadens ist schon in der Farbe, wie das Jacket nachher aussehen wird. Das heißt auch, nach Hunderten oder Tausenden Tauchgängen in Sonne, Salzwasser und so weiter behält, ist es wirklich farbecht. Ein ganz tolles System ist auch unser Sherlock 2-System, das für das bleiintegrierte Tauchen genutzt werden kann. Das heißt, wir haben die Bleitaschen direkt am Jacket drin verbunden. Einfach durch einen Zug am Griff kann ich diese leicht rausziehen. Das heißt, man sieht es hier auch ein bisschen, wenn ich dran ziehe, öffnen sich die Zähne erst wirklich dann. Das heißt, wenn ich das jetzt wirklich fixiere im Jacket, muss ich einmal auf das Klick warten. Da war es. Wenn das Klick erfolgt ist, also der Klick, dann kann ich auch sicher sein, die halten bombenfest. Aber für den Notfall kann ich es trotzdem schnell wieder entriegeln. Cool. Ein tolles Jacket. Und das heißt nochmal wie? Das ist das Axiom i3. i3. Wunderbar. Wir haben nichts vergessen, würde ich sagen, oder? Wir haben alles erklärt. Ich sage danke, dass du es mitgebracht hast, Sönke. Gerne. Und das war es auch schon von dieser Folge von DiveTV.